Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben schon die dicke Kapuze erforscht. Der Winter ist rum. Der ging jetzt auch echt lange. Ja. Wie immer, hallo an alle neu dazugekommenen auf dem Kanal, an alle alteingesessenen. Und wie immer, vielen lieben Dank für eure Likes, Kommentare, Abos natürlich und euren allgemeinen Support, was so geht. So. Ja, in der letzten Folge haben wir uns Lisa, ich nenne sie jetzt einfach Lisa, ins Dorf geholt, eine Bogenschützin. Wir haben das Kapitel, wir brauchen einen Bogenschützen, endlich abgeschlossen. Da bin ich sehr gespannt, weil heute ist ja der Überfall. Ja, wir machen heute die Quests, wir kümmern uns um... nicht so ganz. Um den Bauernhof, aber das hat sich jetzt ja größtenteils schon mal erledigt. Hier ist Lisa. Auf die bin ich jetzt echt gespannt. Was kann die dicke Kapuze? Das könnte man eigentlich auch mal gleich kurz gucken. Dicke Kapuze, die braucht Fell. 7 Rüstung, 3 Rüstung. 6. Okay. Dann würde ich doch mal behaupten. Madame de Monsieur. Ich finde es schon nicht mehr. Dicke Kapuze. Wir sind inzwischen 1, 2, 6 Stück, glaube ich. Brauchen dafür. Machen wir 8. Brauchen dafür eigentlich actually nur Felle. Okay. Ich pfeife immer noch ein Radiesche rein. Eine Kartoffel. Und dann nehme ich die Fallen mit. Die nehme ich auch noch mit. Die kriegt gleich Lisa. Dann eine Tasche. Wer auch immer noch eine Tasche braucht, kriegt dann eine. Wenn ich die können wir bestimmt auch irgendwo echt gut verkaufen. Morgen Otto. Nee, das ist Patrick. Entschuldigung. Seht ihr auch alle gleich aus. So. Kaputte Falle ersetzen. Ach so. Das heißt, ich kann auch hier jetzt gleich Pilze sammeln direkt, oder? Sehr schön. Nehmen wir allgemein alles mit. Den Rest schmeißen wir direkt wieder ins Lager. Und dann müssen wir gucken, dass wir gut über die Runden kommen. So. Machen wir anders, würde ich sagen. Wir stellen die einfach auf. War nicht schwierig. Ja, dann kommt da auch wieder Fleisch rum und dann haben wir das nämlich auch. Dann, Lisa müssen wir noch einstellen, fällt mir gerade so auf. Siedlung, Bevölkerung. Lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sind wir, okay. Lisa ist gut in... Herstellung. Was hat sie in Herstellung? 2. Ernten. Kommt bei ihr mal auf die 1. Landwirtschaft auch. Kochen. Und. Für das, dass sie so eine gute Bogenschützin ist, ist die echt nicht gut im Jagen eigentlich. Aber, junge Frau, man kann ihn doch bestimmt hier direkt mal was Gutes tun. Stärke, das lese ich mir gleich durch. Forschung, Jagen, Handwerk, Beweglichkeit, Ernten. Ja, komm. Hi. So. Du lernst Arbeiter. Habe ich nicht noch hier Klamotten oder so für dich dabei? Die da sind dann doch direkt für dich. Die hat keine Hose an. Okay. Ja gut, dann. Was stellt er eigentlich her? Ach, Holz. Ah ja, logisch. Okay. Dann den Pilz können wir auch gleich hier reinschmeißen. Stärke war für mich. Wieso? Ja, okay, Lisa, dann komm du doch noch mal her. Stärke.
Gut, solange ich es bei denen benutzen kann, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. So, dann das wieder. Falscher Knopf. Das wieder dahin. Okay. Sehr gut. Er stellt Fallen her. Ah, sehr gut. Was mich halt am meisten stört, ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich irgendeine sinnvolle Idee wäre mit dem Trapperlager. Das habe ich euch ja in der letzten Folge schon gefragt. Da bin ich mir echt noch sehr unschlüssig, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir für die anderen Gebäude jetzt zum Bauen brauchen. Aber wenn ich mir überlege, wie lange wir allein nur dran sind jetzt wegen dieser Dorfhalle. Ja gut, ja, es kamen jetzt zwei Winter dazwischen. Dann kann sowas schon mal passieren. Dann zieht sich das schon mal raus. Weil ja, Stroh ist halt doch schon krass, was man dafür wirklich braucht. Also, wir brauchen ja halt nicht nur zwei Stroh. Und selbst das wären zehn, ne? Also ja, ich sammle jetzt mal noch kurz ein paar Bärchen. Weil, ja. Kann man ja so schön in die Fallen tun. Und natürlich machen die ja auch Bärenmarmelade draußen, ne? So. Das reicht erstmal. Den Pilz nehmen wir auch noch gleich mit. So. Ja, natürlich. Bären, 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 Bären. Gut, dass die gerade nochmal eine Falle hergestellt haben, ne? Also, dann kann, wer will, Bärenmarmelade herstellen. So, Fleisch. Oh, eine Beere nehme ich noch mal mit zu mir. Ich dachte gerade, der hat keine Socken an, genau. Ist es noch mal Schuhe. Er hätte keine Schuhe an, dachte ich mir gerade. So, zwei Fallen. Zwei? Nein, ich brauche nur eine. Zurück. Halt, hier kommt nur Nahrung rein. Ich muss die Kiste umplatzieren, das ist ja grausam. Genauso wie ich gerne hier das draußen hätte. So. Sehr gut. Hätte ich die Falle auch gleich nochmal aufstellen und bedienen, dann kommt das dann auch gleich nochmal Fleisch. Sehr schön. Und der Pilz kommt noch da rein und dann ist das alles versorgt und dann kommt da wieder ein bisschen was zusammen und dann haben wir es ja auch schon. Sehr schön. Fleisch. So. Dann Fell. Fell haben wir für irgendwas gerade ganz. Für irgendwas brauche ich gerade. Ah, das ist voll okay. Für irgendwas brauche ich gerade Fell eigentlich. Das auch voll. Wollt ihr mich verhonen, people? Nee. Da. Die da essen. Wir haben eigentlich einfach viel zu viel Hanf und so, ne? Also, das ist ja. Schon wieder jeden. Also das mit dem Jäten geht schon sehr, also das ist schon sehr viel, muss ich schon sagen. Aber dann jäten wir jetzt noch ein bisschen. Und dann ist aber der Weizen auch fast fertig. Ja. Muss ich schon sagen, das ist ja sehr vorteilhaft. Ich bin auch mal gespannt, wenn hier die Animation vom Jäten dazu kommt. Ob der sich dann hinkniet und so dran rumzuppt oder wie das Ganze dann funktioniert. Naja, wir werden sehen. Du! Und der Spaß geht
auch schon los. Dann würde ich sagen, wir sammeln die Truppen. So, kommt zu mir. So, ihr habt gesagt, befehlen. Ihr kann jeder nochmal sich hier was zum Befehlen. Lagerhaus interagieren. Jeder holt sich jetzt mal noch was zum Snacken. Lubumul folgt dir nicht mehr und sucht nach Nahrung. Lubumir, du bist ein Affe, Alter. Jeder eine Waffe? Stand tall and fight like hell. Kommt der... Krieg ich den Dödel jetzt doch nochmal hier irgendwie... Nein, das nicht. Krieg ich den Dödel jetzt nochmal irgendwo her? Komm jetzt her. Ist auch der Einzige, der es nicht auf die Reihe kriegt, Junge. Mein Gott. Das ist aber ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, ich weiß. Geht weg. Das ist doch nachher alles schlecht. So. Lubomir, du kleiner Dödel, du. Mein Gott. Gehst mir heute aber auch schon auf den Keks. So. Und jetzt, Junge, kommst du mit in die Truppe und dann ist gut. Ah. Mein Güte. Folgen. Sie kommen. Jo. Gehen denn die ihre Bogenschützen hin? Jetzt geh doch da. Gut. Mensch, Junge. Every day of the week. Okay. So, danke. War's doch schon. Ich danke Ihnen für diese erfolgreiche Schlacht. Vielen lieben Dank. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu kämpfen. Dankeschön. Sieht schon witzig aus. So, und jetzt, ich drück immer Escape. Und jetzt arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich gehe looten. Nee. Als Chef musst du ja auch irgendeine coole Aufgabe haben. Ah, die haben immer so viele Riemen dabei. Da lohnt sich's echt nicht, irgendwie sich mal ein Werkzeug machen. Also die später vielleicht beim Werkzeugmacher herzustellen, oder? Ja. Auch. Verwirrend, wenn alle dasselbe sagen. So. Okay. Das haben wir auch. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt noch kurz das ganze Fleisch mit. Und dann müssen wir doch noch in Petstow mit den ganzen Leuten sprechen. So. Lala. Da. Hey, was ist das? Aha. Die ernten den Weizen. Ich wollte auch Weizen ernten. Hallo. Hallo. Patrick, manchmal mag ich dich nicht. Ich wollte auch was machen, Alter. Na gut, dann jede ich noch kurz.
Obwohl, die müssen ja auch leveln, ne? Okay, dann kann ich jetzt ja die ganzen Riemen und so abgeben. Die sind hier nicht. Hier. Oder? Nee, auch nicht. Hallo, Tor. Ah, wir haben die Wolfstrophäe fertig. Das ist auch gut. Dann kann man das nämlich abgeben. Dann haben wir da nochmal ganz viel Fell. Das kann ich... Nein, das Fleisch nicht. Das Fleisch nicht. Das Fell. Das... Nein. Das, 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 das. Ganz Fleisch ist da vorne in die Truhe. Dann hole ich mir mein Fell ab. So. Können wir hier nochmal ein bisschen gemütlich kochen. Ich esse auch noch ein Stück Fleisch. Und die Zwiebel. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Verbände. Da rein. Ah, das heißt, wir können endlich gleich Stroh herstellen. Sehr schön. Okay. Da. Dann hätte ich gerne mein Fell. Gib her. Danke. So, die müsste ich theoretisch jetzt noch versorgen. Das mache ich später. Okay, die Trophäen haben wir auch. Dann kann ich die auch abgeben. So, wo sind sie denn? So, Schweinchen. Jetzt sind die Dinger riesig. Hirsch. Wo ist der Wolf? Das Weizen. Wo haben die die Wolfstrophäe hin zum Henker? Wolfstrophäe. Ey, stand doch gerade irgendwo was von wegen hier Wolfstrophäe, ne? Ah. Oh, Gott sei Dank, er stellt auch Stroh her. Moment. Bevor der mir gleich wieder hier irgendwelchen Schwachsinn herstellt. Gott sei Dank. Zum Glück. Aber wo ist jetzt die Wolfstrophäe? Ah. Ich suche mal kurz meine Trophäe und dann sehen wir uns in Petsto wieder. So, hier sind wir auch schon. Ja, es ist aber Hördin und nicht Petsto. Also wir müssen auch nach Petsto. Zu dem Bauer, aber... Sicherheit geht vor, die Quest ist halt in Hördin. Und dann können wir auch noch gleich hier... Wie heißt das hier, Dönse? Die Trophäen abgeben. Ist das nämlich auch erledigt. Und dann sind wir, was auch immer, in Hördin. Hoffentlich über Freund raus. Guten Tag, Herr Brigand. So, wo ist El Jefe? So. Hallo. Dobron. Wegen den Trophäen. Ja. Ja, wer hätte es gedacht. Your efforts today will be recognized and rewarded, young one. Ja, ne? Ist ja klar, dass ich das übertreffe. So, wir sind... Oh, wir sind Beschützer. Klasse. Wir kriegen dafür echt zwei Dings. Die Zeit ist gekommen. Erforsche den Glockenturm. Okay. Unfortunately, I have no job. Mhm, okay. Okay, 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 okay. Erstmal hier noch kurz Quest. Die Zeit ist gekommen. Da bin ich echt gespannt. So, wir brauchen das da. Verfolgen. Wo ist er denn? Hä? Ach, da. Theodor. So, warte bis zum... Ja. In der Tat. Okay. Okay, lass mich raten. Natürlich. Was brauchst du für Waffen? Drei Äxte, zwei Bögen sollen rein. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Gut. Erforsche den Glockenturm. Wir bauen jetzt erstmal die Dorfhalle fertig.
Also, heute nicht. In der nächsten Folge würde ich mal sagen, aber... Oh, wartet mal. Wenn wir jetzt doch... Das muss ich noch kurz testen. Wenn wir doch jetzt hier Beschützer sind, dann müssen wir doch jetzt die richtig krassen Leute haben dürfen. Haben dürfen. Bleib zu stehen. Ingrid. I heard the Elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. You look like you could do some help yourself. Ja, cool, danke. Nee, okay, sie nicht. Du! Have you seen the Elder yet? I'm sure you mean well. Dorf ist nicht befreit. Jetzt brauche ich noch die Dorfbefreiung. Ach komm. Dorfbefreiung? Ja, okay, die sind alle besetzt, ne? Zwiebeln. Oh, da kommen aber viele Zwiebeln rum. Okay. Ja, dann in der nächsten Folge haben wir viel zu tun. In dem Fall bauen wir die Dorfhalle fertig. Fangen dann vielleicht an den Glockenturm. Bellwright, das... Oh. Okay. Ja, wir haben ohne Ende zu tun. Also, liken, kommentieren, abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts und seid live mit dabei. Ja, so indirekt. Und in diesem Fall, euer Wiki sagt Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.